Weiter. Sprech mit Lorat in der Abaru-Schlucht. Habt ihr gefunden? Ich hatte auf jemanden gehofft, der Elias gesehen hat. Oh, warte mal. Stattdessen die hatten wir gestern schon, ich überspringe die jetzt mal. Ja, wo noch Elias? Okay. Dann muss ich mich immer wieder an diese neue Spielweise hier gewöhnen. Wird schon irgendwie werden. Ich muss nur dran glauben. Geht hier richtig ab. Massen an Kohle. Ey. Komm hier die ganzen Einzelviecher an. Wo sind wir denn hier? Wir spielen doch Diablo. Skillung kann schon was. Ich bin mit der Skillung auf jeden Fall zufriedener als mit der Fernkampfskillung, obwohl ich, ja, ich finde dann die Klassenbezeichnung Jäger blöd, weil ich habe halt gedacht, ich spiele einen Jäger, ich darf schießen. Ob das jetzt nicht so ist, macht für mich eher so, nee. Aber trotzdem für den Jäger an sich hier ist die Skillung 100-mal besser als das, was ich vorher gespielt habe. Ich habe gehört, dass ein Steinkitz in diesem Haus lebt. Ach, da unten. Mann namens Genpa. Es ist versteckt, abgeschieden. Perfekt für einsame Arbeit. Erinnert mich an euer Haus. Wir stecken alle Geld in den Steinen. Was ist denn hier für ein Land? Vielleicht gehen die auch alle so schnell down, weil der Typ ganz rechts stark ist. Kann das sein? Ich irgendwie Glück, mache ich mehr Schaden als gestern. Alles klar. Liegt die Dämonen. Oh, da kommt ein größerer Henny. Viel zu einfach.
Diese Dämonen waren Ungeziefer. Von einem Magier mit Elias Können hätte ich mehr erwartet. Ja, wahrscheinlich kommt da auch noch mehr. Das Haus. Ja, ein ledierter Diamant. Mit. Okay. Schön, dass hier so eine Säule ist und hier keine Gegner mehr sind. Ah, doch. Da. Okay. Seid vorsichtig. Elias könnte noch in der Nähe sein. Mhm. Seht, ist nur eine Truhe. Überreste einer äquisierten Steinstatue, die zertrümmert wurde. Mhm, auch das. Hier sieht es schon eher nach rituellen Sachen aus. Eine meisterhaft gehauene Statue von Lilith, die mit Blut und Eingeweiden bedeckt ist. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Oh. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal mit ihm reden, kann das sein, dass so ist. Die Gelehrten von Orbey widmen ihr Leben dem Studium verbotenen Wissens. Um dem Licht zu dienen, müssen wir die Dunkelheit kennen. Oder eine ähnliche hohle Phrase. Ich habe dem Abt geschrieben, um mehr über Lilith zu erfahren. Sein Schweigen ist höchst ungewöhnlich. Der Mann hört sich gerne selbst reden. Ist er verrückt, meint ihr wohl? Elias war ein außerordentlicher Magier. Er wagte sich durch Feuer und Unrat, um die Wahrheit zu suchen. Und er fand sie auch oft. Welche Wahrheit er auch in Lilith gefunden hat, nur er kann sie erklären. Okay, ist jetzt weiter zu dem nächsten Ding? Nee. Also wir müssen doch selbst suchen. Flores im Bauernhaus ein. Heute suchte mich Meister Elias auf. Ich konnte kein Wort herausbringen, also zeigte ich ihm meine Schnitzereien. Er sagte, er könne meinen Schmerz in ihnen sehen. Den Schmerz eines einsamen Mannes, der gelernt hatte, die Welt zu hassen. Und doch, unsere Mutter Lilith fand mich hübsch. Er sagte, es gäbe andere wie mich und zusammen würden wir eine neue Welt formen. Mhm. Okay. Ja, das also sollten wir doch. Okay, dann ist das doch wichtig hier. Was für ein abscheuliches Chaos. Was habe ich hier entdeckt? Brennende Höllen. Wir sind zu spät. Elias ist längst fort. Dieser Genba ist unser Beschwörer. Wie könnt ihr euch da sicher sein? Ist es nicht offensichtlich? Elias findet den einsamen Genba, ohne Freunde, voller Wut, und manipuliert ihn mit Leichtigkeit. Er verspricht ihm Liliths Liebe und eine Rolle in seinem großen Wahn. Dann gibt er ihm die Mittel, seinem Zorn Ausdruck zu verleihen. Beschwörungsschriftrollen. Sehr scharfsinnig. Wer weiß, wie lange Genba in diesem Wahnsinn geschmort hat. Hoffentlich kann er noch befragt werden. Findet Genba. Ah ja, jetzt geht's hier weiter. Oh, okay. Machen wir uns mal auf die Suche nach ihm. Schön, Geld. Noch mehr Geld. Und noch mehr. Jawohl. Ist eine. Euer Hass erfüllt mein Herz. Meine Hände
der ist fertig mit der Welt, glaube ich. Aber Einsamkeit macht einen noch schnell fertig, von daher. Man für geschaffen sein, um das zu ertragen. Was Elias geschickt habt, um mir den Weg zu zeigen. Ich sehe, oh, da ist sie. Nach dem Tag, an dem wir an eurer Seite stehen und das läuternde Feuer legen. Besucher? Hat Meister Elias euch geschickt? Hier liegen überall menschliche Überreste. Nun, ja, das hat er. Unsere Mission ist äußerst wichtig. Wir haben etwas für den Meister und hörten, er wäre bei euch gewesen. Wisst ihr, wo er ist? Lügner! Dreckiges Lügnerschwein! Der Meister hat alles, was er braucht! Meine Lakaien! Ja, ja. Schade für ihn, aber den müssen wir jetzt leider ausschalten. Lässt uns nicht wirklich eine Wahl. Ich brauche mal einen Teiltank. Danke. Giftfalle. Und Dämon, Schmemon. Oh, oh. Das war für dich, Kollege. Was passiert jetzt? Wir haben nicht mal einen Heiltrank gebaut. Also Gender doch, aber... Jemanden erwartet. Geht so viel besser. Hat Elias andere in seinen Wahnsinn gezogen. Hat sie wohl auch das Beschwören gelehrt. Ihr habt Genba gehört. Der Meister hat alles, was er braucht. Sie haben etwas Drastisches vor. Und die gute Nachricht? Elias gab uns ein Geschenk. Erinnert ihr euch? Dieser Dämon, den er geschickt hat, um uns zu töten, er ist einzigartig. Er muss ständig gefüttert werden, mit Menschenopfern. Wenn ich seinen Bauch aufschlitze, könnten wir darin einen Hinweis finden, der uns sagt, woher er gekommen ist. Ich muss ihn zur Untersuchung nach Khet Bardu bringen lassen. Den Dämon? Oh, das ist ja... Und geht zum Kloster von Orbe. Seht nach, was diesem verdammten Abt aufhält. Okay, also die Quest. Das ist jetzt, warte mal. Da unten, wo wir eh hin mussten. Okay, jetzt würde ich aber sagen, machen wir uns erstmal auf den Weg. Wir gehen jetzt in die Stadt und machen dann die Nebenquests, die wir haben hier. Eis dahin. Berg eine Großachs. Buch und Ding. Ja, okay, machen wir erstmal jetzt hier. Inventartechnisch sieht es gut aus. Wenn wir jetzt erstmal nicht verkaufen und so, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Oder? Oder doch? Oder doch? Ja, wir gehen mal eben hier auf den Weg. Das liegt ja alles auf den.
guter Preis. Ja, den Preis suchst du ja hier aus. Ich danke euch. Gute Ausbeute. So, dann gehen wir mal raus. Ja, das ist schon das nächste Gebiet. Das wäre jetzt nochmal quer durch und dann müssen wir durch in das nächste noch rein. Und dann sind wir in der Nähe von denen. Topaz, Eisenbrocken, ein bisschen Geld. Da oben ist eine Truhe, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, eine Spinnentruhe. Das Kloster. Da unten geht es ins nächste Gebiet. Das heißt, wir gehen jetzt da unten. Da gibt es nämlich noch eine Nebenquest. Und dann geht es weiter runter. Falle war wieder ziemlich doof abgelegt. Ich bin Norbolat, ein Gelehrter der Geschichte und Religion. Die Kathedrale des Lichts will die Verderbnis Sanctuarius heilen. Und ich helfe ihr dabei. Ha. Diese Region stand einst unter dem Schutz der Hand der Zakarum. Wieso hörte ich recht erfolgreich darin war, die Verderbnis auszumerzen. Ich möchte unbedingt herausfinden, wie genau sie diejenigen leiteten, die vom Licht abkamen. Meine Studien haben mich bis hierher geführt. Ich folge derzeit einem Hinweis zu einem verlassenen Marktplatz in der Nähe. Werdet ihr mich bei meinen Forschungen begleiten? Ich habe mehrere Belege gefunden, dass die Hand von Zakarum genau diesen Marktplatz besucht und nach einer Familie von Ungläubigen in der Nachbarstadt gefragt hat. Gehen wir erstmal mit dem. Komm. Zeitig gegessen. Gebt mir nur einen Moment. Ich habe darüber bisher nur in Büchern gelesen. Hoffentlich können wir uns auf die Geister in der Gegend einstimmen. Etwa so. So. Hat es funktioniert? Hört gut zu. Wir sind die Hand der Zakarum. Der als Bazurik bekannte Mann wird der Ketzerei verdächtigt. Wer Informationen über seinen Aufenthaltsort hat, soll sofort vortreten. Ah. Verzeihung, ich weiß nicht genau, wo er wohnt, aber ich sehe ihn oft bei einer Nachbarin. Und sie leben im Norden, da drüben. Ach.
Unglaublich. Habt ihr das gesehen? Kommt schnell. Wir müssen ihrer Spur folgen. Nach Norden. Ach hey, guck mal da. Dazu ist keine Zeit. Hört mir genau zu, Bazorik. Nehmt die Kinder mit. Erinnert ihr euch an unseren Keller in den Hügeln? Geht dorthin. Beeilung! Geht! Sofort! Faszinierend. Das ist der Keller, wo wir die Quest angenommen haben. Versucht mit ihnen zu reden. Fragt ihn nach Bazorik. Wenn die Zakarum antworten wollen, müssen sie anderswo finden. Ihr glaubt, ihr könnt hier einfach hereinmarschieren und euch nehmen, was ihr wollt. Bitte, wir wollen nur verstehen, was hier passiert ist. Wir sind so weit gekommen, wir gehen nicht ohne Antwort. Dann müsst ihr an uns vorbei, um sie zu bekommen. Wo ist mein Questgeber hin? Ich habe kaum noch Energie. Oder? Sie haben angegriffen. Wie erquicklich. Dieser Mann, Bazorik, er wollte sich in diesem Keller verstecken. Wir sollten ihm folgen. Wir treffen uns dort. Schnell. Ja, das ist ein anderer Keller, okay. Und Schatzgoblin. Endlich mal wieder ein Schatzgoblin Platz gemacht. Die letzten sind uns alle weggelaufen. Was legendäres gekriegt, eine Armbrust. Okay, gucken wir mal. Schaden gegen verwundbare Ziele, Schaden Kern, Schaden gegen verlangsamt, Schaden gegen verletzte Gegner. Ja, lassen wir das erstmal so. Das ist ein Keller oder ein Dungeon? Im Keller eigentlich. Mal gucken. Erst Final, dann wird noch Abschluss der Kampagne der Weltschule. Wollte ich gerne lesen. Ich könnte schwören, ich habe jemanden hier reingehen sehen. Beeilt euch, Kinder. Versucht still zu bleiben. Alles wird gut. Wir wissen, dass ihr hier drin seid, Bazorik. Wie fühlt es sich an zu wissen, dass eure Brüder gelitten haben, um euch in eurer Sünde zu verstecken? Wenn die Zakarum dafür stehen, wollen wir damit nichts zu tun haben. Wartet! Halt! Das kann nicht sein. Damit, dass ihr euch von den Zakarum abgewandt habt, habt ihr eure gesamte Familie verurteilt. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Ich werde nicht zulassen, dass ihr ihnen wehtut. Dieses Gefühl. Was geschieht hier? Was war zu erwarten? Stopp!
denke schon. Aber viel wichtiger ist, dass ich jetzt das Wissen habe, das ich suchte. Danke, Geist, dass ihr uns die Wahrheit gezeigt habt. Ich habe euer Leid gesehen, das die Zakarum herbeigeführt haben. Die Intoleranz, die Gewalt. Es tut mir leid, dass eure Familie nicht gerettet werden konnte. Aber für andere besteht noch Hoffnung. Ich danke euch beiden. Ich werde das, was ich hier erfahren habe, zur Kathedrale des Lichts bringen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Quest fertig, schön. Ja. Die Währung, die wir übrig haben. Schön. Oh, Rohleder. Ich hab nicht genug Energie. Wir jetzt noch an dem Keller vorbei, den machen wir noch. Hallo und auch einen schönen Abend. Überlebt den Angriff locker dafür, dass mindestens eine Geisel überlebt, okay. Ja. Befreit die Geiseln noch so. Eine Belohnung für euren Mut. Ja. Eine Belohnung für euren Mut. Ja, war ganz okay jetzt, ne? Ja, gestorben. Ja, Tag ist soweit ganz angenehm. Ein bisschen geschlafen. Wir haben tatsächlich mal ein Gesellschaftsspiel zusammengespielt. Ganz ungewohnt. Was sind wir jetzt? Jetzt müssen wir wieder in das Nachbarland. Da unten rein und dann hier rein hinrennen. Hier dieses Labyrinth, ne? Weil das ist, da muss man ja nicht so viel erklären, das und so weiter. War aber schön.
Oh, hier ist wieder so ein Ereignis. Da gucken wir mal vorbei. Ist da jemand? Oh nee, nicht wieder diese Kacke-Ereignisse. Gefällt mir. Braucht ihr Hilfe? So dunkel und kalt. Bitte bleibt. Großvater hätte mich nach Hause bringen sollen. Ja. Ich denke, Atlantis wäre vielleicht noch was, was so in die Richtung geht. Vielleicht tue ich auch den Verstärker und so weiter in den Keller und tue die Gesellschaftsspiele, die noch unten sind, hoch, wenn man das jetzt mehr gebraucht. Weil die Anlage baue ich ja auch im Leben nicht mehr auf, glaube ich. Wenn die überhaupt noch funktioniert. Oh, wir haben die Meisterschaftskram geschafft. Mega. Jawohl. Schön. Gelungen ist schon besser. Viel besser als vorher. Wenn nächstes Mal das Zeinfeld für euer GZ. Okay. Dann sag mal Bescheid, ob man die noch benutzen kann. Weil sonst müssen wir ja morgen dann auch neue kaufen. So, ab ins nächste Gebiet. Alles sehr wüstig hier. Immer schneller, Lorendi. Was ist das denn? PvP-Ereignis? Nein. Definitiv nein. Ja. So, nächstes Gebiet, nächste Nebenquest. Machen wir gleich mit weiter.